So, moin moin, wir haben heute einen Double-Upload. Der YouTuber Commander Krieger wurde auf Twitch gebannt. Wenn man auf den Twitch-Kanal von Commander Krieger geht, dann sieht man nur einen Hinweis, dass er gegen die Terms of Service verstoßen hätte. Also gegen die Nutzungsbedingungen von Twitch. Commander Krieger schrieb dazu auf Twitter: Ich weiß nicht, wieso mein Twitch-Account gebannt wurde. Keine Sorge, es wird sich alles klären. Schön, dass sie so viele Mitarbeiter haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist passiert? Und die Frage, da kann man keine klare Antwort drauf finden. Es gibt mehrere Nachrichten auf Twitter. So schreibt beispielsweise ein Nutzer gestern, weil du die Adresse von einem Zuschauer veröffentlicht hast. Der Typ war bei Nuki im Stream und hat das erzählt. Hier muss man aber ganz klar sagen, dass es sich hierbei nur um eine Mutmaßung handelt, welche weder bestätigt noch verifiziert ist. Normalerweise ist das so, wenn jemand auf Twitch gebannt wird, dann weiß es zum einen natürlich Twitch, aber auch der Streamer, weil es gibt dann eine E-Mail, wo drinnen eine genaue Begründung stehen sollte, warum jemand gebannt wurde. Twitch selber gibt jedoch keine Informationen an Dritte weiter, warum jemand gebannt wurde. Von daher dürfte es nur der Streamer und Twitch selber wissen. Und was natürlich besonders tragisch ist, Twitch ist für Commander Krieger eine Einnahmequelle, vielleicht sogar mit einer seiner größeren Einnahmequellen. Ich habe Commander Krieger angeschrieben und gefragt, ob etwas in der E-Mail drinnen stand, warum er gebannt wurde. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat er noch nicht geantwortet. Sollte es dazu ein Update geben, dann haue ich das unten in die Videobeschreibung. Zu der Sache mit der Adresse schrieb Karma noch: Ich war live dabei, es wurde nur die Stadt gesagt und da sollte es rechtlich keine Probleme geben. Im Verlauf meinte Karma noch, dass Commander Krieger den Vornamen gesagt hätte, aber nicht den Nachnamen. Aber wie gesagt, wir können hier nur von Beobachtungen sprechen und auch nur darüber mutmaßen, warum er gebannt wurde. Ebenso stellt sich natürlich auch die Frage, ob das ein permanenter Bann ist oder nur ein temporärer Bann, der dann in kurzer Zeit wieder rückgängig gemacht wird. Okay, das ist bis jetzt der Kenntnisstand, wir wissen leider sehr wenig, aber ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.